Im Zuge des arabischen Frühlings kam es vor gut 5 Jahren im März 2011 zum Bürgerkrieg in Syrien. Was mit angeblich friedlichen Protesten gegen die Regierung von Präsident Bashar al-Assad begann, entwickelte sich bald zu einem komplizierten und undurchsichtigen Krieg, sodass kaum noch von einem Bürgerkrieg gesprochen werden kann. Verschiedenste bewaffnete Gruppen sind involviert, von Terror bis zu Kurdenorganisationen, die gegen die Regierungstruppen kämpfen, aber auch untereinander oder auf der Seite der Regierungstruppen. Zudem führt seit 2014 eine NATO-Koalition unter US-Führung Luftangriffe auf Stellungen der Terrororganisation IS. Und Russland unterstützt die Assad-Regierung im Kampf gegen die Terroristen seit 2015. Für die westlichen Politiker und Medien war von Anfang an klar, Schuld am Konflikt war der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad, an dem kein gutes Haar gelassen wurde. Klagemauer TV wies in verschiedenen Sendungen auf die Gegenstimmen hin, welche im Abspann aufgeführt sind. Heute nun zeigt Klagemauer TV eine weitere Gegenstimme, die nicht der offiziellen Meinung der westlichen Welt entspricht. In einem Vortrag vom 30. Mai 2016 gab der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. der Philosophie Daniele Ganzer eine mögliche und einfache Antwort auf die Ursache des Syrienkrieges. Neben anderen Ursachen wird mit Sicherheit auch dieser Aspekt eine Rolle im Syrienkrieg spielen. Sehen Sie nun den gut 5-minütigen Ausschnitt des Vortrages, den Daniele Ganzer in München bei der Ökologisch-Demokratischen Partei hielt. Ich möchte Ihnen jetzt etwas zum Syrienkrieg erklären, weil den Syrienkrieg verstehen die meisten Leute überhaupt nicht mehr. Ja? Syrien, wenn ich meine Freunde frage, bei Ihnen ist vielleicht anders, die sagen einfach Syrien, völliges Chaos. Ich komme nicht mehr draus, irgendwie alle bombardieren, ich weiß nicht warum. Grundsätzlich, meine Analyse, es gibt andere Meinungen, ich kann nur meine Analyse sagen, geht es natürlich, Sie sind nicht überrascht, um Öl und Gas. Es gibt hier im Persischen Golf ein Gasfeld und das ist das größte Gasfeld, das es gibt auf der ganzen Welt. Die Kataris haben einen Teil dieses Gasfeldes und sie haben mit der Türkei sich im Jahre 2009, das ist 2 Jahre vor Ausbruch des Syrienkriegs, getroffen und haben gesagt, wir würden gerne eine Pipeline bauen von diesem Gasfeld hier durch Saudi-Arabien und dann durch Syrien in die Türkei auf den europäischen Markt, weil die wollen das Gas uns verkaufen, ja, in Zürich und in München. Hier verdient man Geld. Gas in Katar bringt nichts. Und das Problem war, da mussten sie Assad fragen, ob er dabei ist, dass man eine Pipeline durch sein Land zieht. Und das war dann das Problem, dass Assad gesagt hat, nein. Er hat gesagt, nein. Das fanden die gar nicht gut, weil dieses selbe Gasfeld wird auch vom Iran zur Hälfte beansprucht. Das ist ein ganz spezielles Gasfeld. Da hat ein Land auf dieser Seite Zugang und der andere auf dieser Seite. Jetzt ist sofort klar, der schneller abpumpt, ist der schnellere. Ja? Das ist eine zusammenhängende Formation. Und dann haben die Iraner gesagt, ja, wir würden gerne diese grüne Pipeline bauen, haben dann wieder den Assad gefragt und der Assad hat gesagt, ja. Und so kompliziert ist es ja nicht. Der Iran möchte daher Assad an der Macht halten. Kuwait und Saudi-Arabien und die Türkei möchten Assad stürzen. That's it. Und wenn Sie es noch vertieft haben wollen, dann haben Sie im Hintergrund die Amerikaner und die Briten, die beschlossen haben, dass sie Assad stürzen wollen. Okay? Das heißt, Sie haben einerseits eine Allianz der NATO-Länder, Großbritannien, USA und Frankreich, die Assad stürzen wollen, zusammen mit den Golfmonarchien Katar, Saudi-Arabien und Erdogan in der Türkei. Das sind die sunnitischen Länder, die wollen Assad stürzen. Und auf der anderen Seite haben sie den schiitischen Iran zusammen mit der schiitischen Hisbollah, die den Alawiten Assad an der Macht halten wollen. Und die Russen wollen Assad auch an der Macht halten, weil die Russen haben 2 Militärstützpunkte in Syrien. Und die Russen wollen auch nicht, dass das katarische Erdgas auf den europäischen Markt kommt, weil, und das weiß jeder, der Champions League schaut, da ist ja schon Gazprom. Es gibt viele Dinge, die die Leute völlig kompliziert finden, aber kompliziert ist es nur, wenn man dauernd verwirrt wird. Ja? Sie können alles so kompliziert darstellen, dass niemand mehr draus kommt, aber Sie könnten es von Anfang an einfach als Regime-Change erklären, auf der Basis von Geostrategie. Dann macht es Sinn, weil dann haben Sie auf der einen Seite die sunnitische Allianz, Katar, Saudi-Arabien, Türkei
plus Großbritannien, Frankreich und USA, die NATO-Länder, und auf der anderen Seite Russland, Iran, Hisbollah und Assad. Und die ganze Geschichte spielt sich nun schon seit 4 Jahren ab. Wir haben 400.000 Tote und bei uns in der Schweiz und auch bei Ihnen in Deutschland, ich beobachte das ein bisschen, wird es nur so dargestellt, dass Assad einfach ein Schlechter ist, der Schlechter von Damaskus. Ja. Von Öl und Gas hören Sie wieder mal nichts. Und dann steht auch, man hat nicht interveniert, sondern erst jetzt, wo der anfängt, sein Volk abzuschlachten, interveniert man. Und das stimmt so nicht. Ja. Man hat absichtlich, Saudi-Arabien vor allem und die Türkei, haben absichtlich radikale Dschihadisten in Syrien einsickern lassen, ja, um die dann eben sozusagen aufgefordert, die syrische Gesellschaft zu destabilisieren. Und das hat auch funktioniert. Ja. Also wenn Sie Dschihadisten, die sehr radikal sind, die Leute umbringen, enthaupten, in ein Land einsickern lassen, Sie geben denen Waffen, dann können sie jedes Land destabilisieren. Es ist sogar so gelaufen, dass man im Libyen-Krieg, 2011 haben wir einen Libyen-Krieg geführt, haben Gaddafi umgebracht. Dann hatte man noch viel Waffen dort. Ja. Dann hat man diese Waffen hier in die Türkei geflogen, auf die Luftwaffenbasis Incirlik. Und von dort hat man dann die Al-Nusra-Front, die Freie Syrische Armee und Al-Qaida in Syrien, die sich dann IS nennt, bewaffnet. Bei uns wird das so erklärt, dass das Rebellen sind. Also der Begriff Rebell, ja, ist für uns gar nicht so schlecht, weil James Dean war ja auch ein Rebell. Wenn es heißt Dschihadist, dann ist es schon immer komisch, oder? Und das Komische ist, dass sich die NATO-Länder USA, Großbritannien und Frankreich auf der Seite der Rebellen, das heißt auf der Seite der Dschihadisten, befinden. Wenn das die Bevölkerung herausfindet, ja, haben wir Feuer unterm Dach. Ja, weil es heißt ja immer, die NATO bekämpft den Dschihadismus. Herr Hörsel. Guten Abend, Frau Penner. Praktisch alle großen Medien haben heute den neuesten Bericht von Amnesty International zu den Einsätzen der russischen Luftwaffe in Syrien aufgegriffen. Amnesty International übt scharfe Kritik an Russland. Bei Einsätzen der russischen Luftwaffe in Syrien seien hunderte Zivilisten getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation spricht von Kriegsverbrechen. Wie, Herr Hörsel, beurteilen Sie diese Meldung? Sehr interessanter Vorgang, nicht wahr? Wenn man am Tag vor Weihnachten solche Beschuldigungen ja nicht nur in Deutschland und nicht nur in einem Medium, sondern weltweit in allen westlichen Medien, die groß sind, wiederholt. Das geht von CNN bis Financial Times über Guardian, Independent in London und das geht eben in Deutschland durch alle großen Medien. Tagesschau, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine und ich habe es durch den Spiegel zur Kenntnis genommen. Das nur mal zum Thema, wie wird das verarbeitet. Und das trägt alle Kennzeichen der üblichen westlichen Medienkampagne, so muss man das sehen. Mhm. Journalistisch ist das ganz eindeutig zu bewerten, das ist keine journalistische Aktion, es ist eine Propagandaaktion. Woran sieht man das? Es wurde in vielen Medien kein Russe befragt. Sowas tut man nicht. Ne? Man hat eine Beschuldigung, da müssen beide Seiten gehört werden. Das ist billigster journalistischer Standard. Da gibt es noch weit kompliziertere Regeln eigentlich dazu. Aber diese eine wichtigste Grundregel, dass beide Seiten zu einem Vorfall gehört werden, wenn es zwei sind, und dass 5 Seiten gehört werden, wenn es 5 Seiten sind, die ist hier also schon mal grob verletzt. Der nächste Punkt ist, dass wir ja nun auch nicht mehr so ganz unschuldig sind im Zustand unserer Medienbetrachtung. Wenn wir also hier uns anschauen, was sind denn die Beschuldigungen, stellen wir fest, dass es sich durchweg um solche Beschuldigungen handelt, die zutreffend den USA und ihren Komplizen weltweit gemacht werden müssen. Mhm. Da geht es um das Bombardieren von Zivilisten.
Da geht es um den Einsatz von nicht zielgerichteten, auch flächendeckend wirkenden Waffen in Zivilgebieten, typische Aktionen der US-Luftwaffe, die ja in den letzten Monaten besonders geglänzt haben durch mehrfaches Bombardieren von Krankenhäusern. Ja. Mhm. Und die dann auch bei Nachfragen, im Fall Kabul weiß ich das besonders genau, zugeben, dass sie dieses Krankenhaus bombardiert haben und das motivieren damit, dass in diesem Krankenhaus Taliban behandelt worden seien. Das ist natürlich ein Standpunkt, den die USA da vertreten, der mit Recht und Gesetz international und national nichts zu tun hat. Es ist die Aufgabe eines Krankenhauses, alle zu behandeln. Das ist nebenbei gesagt der hippokratische Eid, der Eid, den jeder Mediziner ablegt, dass er allen Menschen hilft, vollkommen gleichgültig, ob sie vorher einen anderen Menschen umgebracht haben, ob sie zufällig zum Feind gehören oder sonst wie sich Hass zuziehen oder Abneigung oder sogar die Härte des Gesetzes. Das ist vollkommen gleichgültig. Sie bleiben Menschen, sind verwundet und müssen deswegen behandelt werden. Mhm. Das ist nur so ein bisschen ein Hintergrund dazu. Das Wichtige ist aber auch, auf welche Quellen man sich da beruft bei dieser Meldung. Und das ist nun diese berühmte syrische Berichtsstelle in London. Das ist ein Hinterhofbüro, von dem man weiß, dass es ja auch schon mannschaftsmäßig so dünn aufgestellt ist, dass es eine solche Meldungslage allein gar nicht darstellen kann. Und so verwundert es uns nicht, wenn dieses Büro in London im Wesentlichen Daten weitergibt, die von den Geheimdiensten bearbeitet werden und dann eben an dieses Büro weitergeliefert. Das ist eine rein parteiische, letztlich in der Wirkung NATO-Dienststelle, die da arbeitet und die in Großbritannien unterhalten wird. Die Quelle ist also außerordentlich dürftig. Schließlich gucken wir uns Amnesty International an. Amnesty International ist eine westliche NGO. Westliche NGOs unterliegen der amerikanischen Militärdoktrin Joint Vision 2020 und dort kann man im Medienkapitel nachlesen, warum solche Medienkampagnen stattfinden. Und man kann bei den NGOs nachlesen, dass NGOs zu dem Machtapparat gehören, den die USA kriegsmäßig, sie befinden sich ja laut US-Doktrin im Kriegszustand, permanenten Kriegszustand, kriegsmäßig in diesem permanenten Krieg einsetzen. Auch Amnesty International gehört dazu. Und dann muss man natürlich noch die Sonderquellen betrachten. Da gibt es verschiedene, die darauf hinweisen, dass eben der Einfluss der CIA, der Einfluss des US-Außenministeriums State Department besonders hoch ist bei Amnesty International. Das sind die Tatsachen. Und die führen dann dazu, dass man diese Meldung traurig weglegt und sagt, wir dürfen das begreifen als einen Einstieg des Westens in ein hartes Kampfjahr 2016, das sich gegen Russland richtet. Und was denken Sie, Herr Hörstel, ist das Ziel, dass diese Meldung über angebliche Kriegsverbrechen Russlands gerade jetzt veröffentlicht und von allen Medien aufgegriffen worden ist? Das ist eine klare Maßgabe, dass man sich überlegt hat, wann wirkt das am stärksten, wann stört das am stärksten. Das stört natürlich den Weihnachtsfrieden, das mögen die Leute nicht. Und sie merken sich das und tragen das so in die Feiertage. Und das Interessante ist, die Daten, die dieser Meldung zugrunde liegen, sind mehrere Monate alt. Es war nicht nötig, dies am Tag vor Weihnachten loszutreten. Auch hier wieder ganz klar die propagandistische Absicht. Mhm. Besten Dank für Ihre wertvolle Einschätzung der Lage und dass Sie so spontan bereit für dieses Interview waren. Gerne, alles Gute und frohe Weihnachten. Danke Ihnen auch, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Die UNO habe die internationale Gemeinschaft um Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Libyen gebeten. So berichtete das Schweizer Radio SRF am 10. Dezember diesen Jahres Folgendes. Für das kommende Jahr benötige das Land rund 165 Millionen Dollar. Auf Hilfe angewiesen seien rund 2,5 Millionen Vertriebene und Menschen in den umkämpften Gebieten. Seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 bekämpfen sich in Libyen rivalisierende Milizen. Zudem beanspruchen zwei Regierungen die Macht für sich. Doch wie war das noch einmal mit Libyen?
Weder die UNO noch SRF erwähnten auch nur ein Wort, wie die katastrophale Lage in Libyen überhaupt zustande gekommen ist. Hierzu ein kurzer Rückblick. Auf Beschluss des UN-Sicherheitsrates vom 17. März 2011 wurde Libyen 7 Monate lang von der NATO-Luftwaffe regelrecht zerbombt und dadurch nachhaltig zerstört. Der UN-Sicherheitsrat warf dem damaligen libyschen Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi systematische Verletzungen der Menschenrechte vor. Diese konnten jedoch seinerzeit nicht stichhaltig nachgewiesen werden. Was allerdings unstrittig Gaddafis Haltung zu seinem Volk widerspiegelt, sind seine Verdienste. Hier ein kurzer Überblick. Libyen hatte eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen des afrikanischen Kontinents. Ein Teil des libyschen Ölverkaufs wurde direkt den Konten der libyschen Bürger gutgeschrieben. Es gab kaum Steuern, selbst Unternehmen wurden nur minimal besteuert. Ein Heim bzw. Zuhause zu haben galt als ein Menschenrecht, alle Frischvermählten erhielten umgerechnet 45.000 Euro vom libyschen Staat. Strom, medizinische Behandlungen und Bildung waren kostenlos. Vor Gaddafi konnten nur 25% der Libyer lesen, nach ihm 83%. Den Frauen ermöglichte Gaddafi in den 1970er Jahren die Emanzipation. Es war keine spezielle Kleidung vorgeschrieben und allen Frauen standen hochwertige Ausbildungswege zur Verfügung, wenn sie das wollten. Es gab Ärztinnen, Anwältinnen, Ministerinnen, Geschäftsfrauen oder auch normale Hausfrauen, was immer sie werden wollten. Gaddafi plante die Errichtung einer eigenständigen Bank und die Einführung einer goldgestützten Währung für Afrika. Mit deren Gründung hätte Libyen ganz Afrika in die Freiheit geführt, in die Freiheit nämlich von den gnadenlosen Machenschaften der Finanzeliten und Imperialisten, die die armen Länder kontrollieren und deren Güter an sich raffen. Weiter stand Gaddafi kurz vor der Vollendung des weltweit größten Trinkwasser-Pipeline-Projekts durch die Sahara, dem sogenannten Great Man-Made River-Projekt, für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. Libyen war ein unabhängiges und blühendes Land. Zudem half Gaddafi bei der Kontrolle der Flüchtlingsströme aus den afrikanischen Ländern. Für deren Aufnahme wandte er europäische Standards an, um den Zustrom nach Europa in Grenzen zu halten. Inzwischen wurden immer mehr Stimmen laut, die verstanden haben, dass nicht aufgrund von vermeintlichen Menschenrechtsverletzungen Gaddafi abgesetzt und Libyen vernichtet wurde. So zum Beispiel zitierte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF am 15. Oktober 2015 den algerischen Schriftsteller Yasmina Khatra. Khatra kritisierte die westlichen Mächte, die Zugang zu einem gigantischen Markt in Libyen gesucht hätten. Ich zitiere: Gaddafi spielte nicht mit. Darum haben sie ihn getötet, nicht weil er ein Tyrann war, sondern weil er den Kuchen nicht teilen wollte. Zitat Ende. Und genau dasselbe Prozedere scheint sich nun wieder in Syrien abzuspielen. Und alle Westmächte machen mit. Nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November intensivierte Frankreich die Luftanschläge in Syrien. Deutschland und Großbritannien zogen nach und schickten nun ebenfalls Truppen nach Syrien. Doch nicht alle machen mit. Einer scheint es verstanden zu haben, was in Libyen und jetzt wieder in Syrien abläuft. So meldete das Schweizer Radio und Fernsehen SRF1 am 7. Dezember diesen Jahres: Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat ausgeschlossen, dass sich sein Land an Luftangriffen auf die Terrororganisation Islamischer Staat beteiligt. In der Zeitung Corriere della Sera verglich er den Einsatz der US-geführten Allianz in Syrien mit den NATO-Luftangriffen auf Libyen im Jahr 2011. Auch damals sei Italien gedrängt worden, sich zu beteiligen. 4 Jahre Bürgerkrieg in Libyen würden zeigen, dass das keine glückliche Entscheidung gewesen sei. Zumindest Renzi scheint klar zu sein, dass es auch in Syrien hintergründig nicht um die Bekämpfung der Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, geht. Vielmehr soll der unliebsame syrische Präsident Bashar al-Assad abgesetzt und ein aufstrebendes Land vernichtet werden. Die Hinweise dazu verdichten sich immer mehr. So vermeldeten die Behörden der syrischen Großstadt Aleppo am 1. Dezember, dass
man höre und staune, die US-geführte Koalition Trinkwasserversorgungsanlagen beschädigt habe. Als Folge werden Hunderttausende Menschen nur noch eingeschränkt mit Trinkwasser versorgt. Laut verschiedenen Meldungen vom 7. Dezember sollen bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Koalition Munitionslager der syrischen Armee getroffen worden sein. Mindestens 4 syrische Soldaten seien getötet und weitere 16 verletzt wurden. Es ist augenscheinlich, dass seit Beginn des von den USA geführten Einsatzes gegen den IS dieser sogar expandierte. Details dazu finden Sie in den eingeblendeten Links. Wieder einmal ist offensichtlich, dass, wie Libyen unter Gaddafi, ein weiteres aufstrebendes Land ausradiert werden soll. Doch wie in unserer Dokumentation vom 1. November diesen Jahres die modernen Demokratisierungskriege durchschaut, bleibt die Frage offen, wann das Volk dieses Spiel durchschauen und der nachweislich immer krasser werdenden Lügen- und Kriegspropaganda keinen Glauben mehr schenken wird. Deshalb weiterhin unser Aufruf. Helfen Sie vermittels breitflächiger Aufklärung mit, dass wir alle lernen, Lügen und Propaganda rechtzeitig zu durchschauen und einhellig zu sagen, nie wieder Krieg, da machen wir nicht mit. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.